Das war jetzt auch ganz schön stressig. Irgendwie fangen meine Fahrradreisen immer bei der Werkstatt an. Ich musste jetzt noch kurz zum Radplatz fahren und dort mussten wir die Kassette auf die neuen Lethe-Laufräder draufgeben, weil Sebi und mir heute das Werkzeug dafür gebrochen ist. Morgen geht's los zum Balaton, die erste Etappe 240 Kilometer. Ich bin gespannt, wie es wird. Morgen früh treffe ich dann noch zwei Kollegen. Mit denen werde ich dann zum Balaton fahren und dort eine Freundin treffen. Und ja, wie ihr seht, ich habe auch die Cyclette-Taschen drauf. Ich finde, es schaut mega geil aus, das Weiß zu den schwarzen Laufrädern und dem grünen Rahmen. Test, Test. Ja, ich bin ziemlich aufgeregt. Morgen geht es wieder los. Sebi ist irgendwie auch komischerweise ganz schön aufgeregt, obwohl er gar nicht mitfährt selber. Bin doch immer aufgeregt, wenn du alleine losziehst. Ziehe gar nicht alleine los. Ja, ich bin mal gespannt, was da morgen alles passieren wird. Hast du schon gesagt, dass es ein eigenes Video zu den Laufrädern gibt und dass man sich die Scirocco-Sachen über unseren Link kaufen soll? Vor allem noch cooler, Redshift gibt es jetzt auch mit unserem Rabattcode. Genau, ich bin eigentlich nur da, um Werbung zu machen und jetzt werde ich die Spülmaschine weiter ausräumen. Okay, sehr gut. Ja, ihr wisst Bescheid, ihr wisst, was zu tun ist, also und wir sehen uns morgen früh wieder. Hallo ihr Lieben, es ist jetzt 6:30 Uhr in der Früh. Ich sitze gerade noch bei meinem Haferbrei. Und ja, ich mache mir jetzt gleich los, um meine zwei Kollegen zu treffen, ein bisschen außerhalb von Wien. Ja, mal schauen, wie das jetzt wird, hier noch in der Früh durch die Stadt zu fahren. Im Frühverkehr, aber ja. Und dann geht es auch schon los. Wir fahren dann übers Leitergebirge zum südlichen Spitz vom Neusiedler See und dann rüber zur Grenze nach Ungarn und dann Richtung Balatonsee. Es sind 240 Kilometer. Wir sehen uns auf der Strecke. Ich bin mega gespannt, wie es wird. Bis dann. So, ich bin jetzt gleich am Treffpunkt. Habe jetzt keine Regenjacke dabei. Und anscheinend sind wir doch nur zu zweit. Es wird dann mit dem Windschatten wieder so Thema. Aber schauen wir mal. Das Wetter ist soweit gut. So, ich habe jetzt hier meinen Kollegen gefunden. Das ist Jakob. Und wir werden jetzt die zweite 200 Kilometer abreißen. Wir fahren jetzt mal über die Grenze, sind die ersten 100. Und ja, schauen wir mal, wie es rollt. Warte, ich mache noch Bike-Check. Fette Arschi. Ja, so meins. So, die ersten 35 Kilometer sind um. Es rollt richtig gut mit 40 km. Ja, Daumen nach oben. Weiter geht's. Hier ist der Neusiedler See. Neusiedler See. Ich glaube, wir sind jetzt bei Kilometer 60 ungefähr. Denk von Hier der. links. Wunderbar. Ja, du bist der Abfahrer. Das habe ich gesehen. Campingplatz. Ja. So, hier im schönen Flachland vor dem Neusiedler See. Hier die Weinreben links und rechts, richtig cool und heute auch voll wenig Verkehr. Ist echt geil. Okay, da wo wir nicht so schnell fahren, muss ich ausnutzen. Wir haben jetzt noch ungefähr 35 Kilometer bis zum ersten Supermarkt. Wir fahren jetzt dorthin und dann gibt es den ersten Stopp. Und wir finden es beide voll schön. Wir haben schon gesagt, es ist wie im Urlaub. Und das 70 Kilometer außerhalb von Wien.
so kurzes Update. Wir sind jetzt bei Kilometer 100 beim Spar. Erstes Päuschen. Wir sind jetzt richtig hergeflogen. Richtig geil. Ja, es ist jetzt 10:30, weil wir sind 3,5 Stunden unterwegs. Und ja, jetzt kurzes Auffüllen und dann fahren wir noch 60 Kilometer, wo wir dann unsere Freundin treffen, die Anna. Die kommt da mit dem Zug hin. Und dann haben wir noch 100 Kilometer bis zum Balaton. Das Wetter passt auch. Es ist nicht zu heiß. Bisschen windig. Aber man merkt es eben im Gesicht. Die Maschine ist schon ordentlich am Pumpen hier. Aber macht Spaß. So, wir gleichen uns heute sehr gut aus. Denn Jakob ist noch nie Bikepacking gewesen. Das ist seine erste Bikepacking-Tour. Es ist eine der wenigen Rennradtouren, die ich fahre. Wie ist es denn für dich? Erstmal unterwegs mit Gepäck. Ja. Auf jeden Fall ungewohnt. Vor allem, wenn man normalerweise irgendwie viel agiler und schneller unterwegs ist. Ein bisschen flacher auch. Und vor allem öfter aufsteht. Das ist echt was, was man so ein bisschen vermeidet. Am Anstieg vielleicht ein paar Mal. Aber macht schon Bock. Man kommt gut voran. Vor allem ist es interessant, wie viel man mitnehmen kann. Also definitiv ja. nicht das letzte Mal. Also zu wenig hat er nicht mit. Nein, die Frischhaltefolie ist gut. Ja, das ist auch so ein kleiner Hack. Mit Frischhaltefolie geht es anscheinend auch. Aber wie ich auch schon mal gesagt habe, mit Autofolie soll es auch genauso gut gehen. Aber falls ihr die nicht habt, auf Frischhaltefolie. Ganz gut. Okay, ja, wie gesagt, wir haben jetzt noch 60 Kilometer, dann treffen wir unsere Freundin und dann fahren wir noch 100. Jetzt sind wir schon da. Bis später. So, ja, bis jetzt ist nichts Spannendes passiert. Wir rollen hier einfach ganz gemütlich dahin, weil hier gibt es auch nicht wirklich viel. Außer was? Schlaglöcher. Außer Schlaglöcher, oh ja. Also nehmt euch jedenfalls ein Ersatzschlauch mit, nicht vergessen. Das kann jederzeit passieren. Jetzt haben wir noch 100 Kilometer, haben wir gerade gesagt. Schon verrückt irgendwie. So, warte, ich muss kurz moderieren. Hallo. So, mittlerweile sind wir zu dritt. Anna hat uns schon mal abgeholt. Und jetzt sind wir mit Papa auf zum Supermarkt. Anna, dein Setup, Bikecheck. Bikecheck, Rucksack. Ja, die kommen der Canyon Gang. Und Ultra-Rucksack. Ja. Why not? Okay, ein Berg in Ungarn. Berg. Und wir sind komplett erledigt, es ist so heiß. Aber ja, jetzt geht's bergab. Nur noch knapp 50. Einmal hoch noch. Ja, einmal noch hoch. Okay, ja. Das haben sie mir nicht gesagt. Super. Okay, let's go. Wie schaut's aus? Wir haben jetzt noch 25 km und wir haben jetzt hier voll einen guten Radweg gefunden. Sehr nice. Den gab es vor 2 Jahren noch nicht. Wenn ihr euch erinnert, bin ich ja schon mal in Ungarn gefahren. Da musste ich immer auf der Bundesstraße fahren. Also ich und Sebi. Ja, wir haben es fast geschafft. Also auch in Ungarn tut sich was, was den Radverkehr angeht. Richtig cool.
Hier ist er, der Balaton. We made it. Richtig krass. Ich melde mich später nochmal zum Fazit. Gut. Gut, nice. Wie geht's euch? Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, die Perspektive passt für euch, aber irgendwie schaffe ich es gerade nicht anders. Ich liege hier in so einer coolen Hängematte. Wir haben es jetzt ins Gartenhäuschen von Annas Familie am Balaton geschafft und ja, die anderen zwei sind gerade einkaufen, voll lieb. Anna kocht noch Risotto für uns angeblich, also das ist echt ein perfekter Abschluss. Nachher springen wir noch in den See. Und ja, ich wollte mich jetzt noch mal kurz melden. Ich war ja schon mal hier vor 2 Jahren und das ist mir dann erst bei der Herfahrt, so kurz davor, die ganzen Erinnerungen sind wieder hochgekommen. Das war ja auch so ein Pain einfach. Ja, was hat sich jetzt geändert? Ich habe gemerkt, man braucht immer noch ein gutes Sitzfleisch, ein gutes Polster und Handschuhe, weil die Straßen sind noch genauso bumpy wie vor 2 Jahren. Aber es gibt schon mehr Radwege. Also das war auch ganz cool, ist ganz schön gemacht. Und anscheinend ist Veszprém auch Kulturhauptstadt Europas dieses Jahr geworden. Und ja, da merkt man einfach, dass da auch einfach ein bisschen mehr Geld und Interesse einfach dahinter ist, auch den Radtourismus zu fördern. Lasst mir gerne wissen, was eure längste Tour war. Und ob ihr auch Touren schon 2-mal gefahren seid und ihr auch gemerkt habt, dass ihr euch verbessert habt. Das würde mich wirklich sehr interessieren, wo ihr da gefahren seid. Vielleicht noch ein paar Facts and Figures. Wir sind 250 Kilometer gefahren. Wir haben 8 Stunden 40 dafür gebraucht. Kurzes Fazit zu den Lethe-Laufrädern. Ich finde es wirklich mega geil. Sie sind absoluter Hingucker. Also danke Lethe für die Laufräder. Ich finde sie echt toll. Danke, dass ihr mir die zur Verfügung gestellt habt. On the road again. Es ist der nächste Tag. Es ist nachmittags und ich bin am Weg nach Göhr. Dort fahre ich dann mit dem Zug nach Wien. Es sind jetzt ungefähr 92 Kilometer. Ganz entspannt. Aber diesmal alleine. Ich nehme euch wieder mit. Haben wir uns an dieser Stelle noch aufgeregt, dass der Radweg einfach aufhört. Und jetzt haben sie es aber anscheinend fertig gebaut. Und ja, ich glaube, ich habe es eh gestern schon erzählt, aber hier nochmal der Beweis. Schaut euch gerne mal das Video an vor 2 Jahren. Ballern in Ungarn, das war richtig krass. Das erste Mal mit dem Zelt. Ja, schaut mal rein. Ja, knapp 700 Höhenmeter habe ich auch und Gegenwind, aber ich habe keinen Stress. Kurzer Gravel darf natürlich auch nicht fehlen. Mit 30 mm geht es ja. Aber es ist natürlich schon ein bisschen ein Risiko. Noch 35 km. Woo! Kurzes Update. Ich habe jetzt noch ungefähr 10 Kilometer und ich rolle jetzt noch gemütlich aus. Und ja, was ich noch sagen wollte hier von Scirocco, schaut mal rein, die haben neue coole Trikots. Kriegt glaube ich auch einen Rabatt. Link ist auch unten verlinkt. Gut.
Werbung Ende. Eigentlich ganz gut. Ich habe einfach durchgetreten, nicht viel nachgedacht, weil ja, ist eigentlich ganz gut gegangen. Am Anfang war es ein bisschen heiß, aber dann war recht schöne Abfahrt und dann ging es eigentlich ganz gut. Ja, jetzt schauen wir mal, dass ich den Bahnhof finde in Gjör. Ja, dann fahre ich 1,5 Stunden bis nach Wien. Also eh cool, wie schnell man da ist. Bis später. Gesehen. Vielleicht schaffe ich's. Okay, ich muss zum Bahnhof. Wo ist der? I made it. Ich bin in Gjör und ich habe den Wahut schon passiert, weil hier das Rumgezuzle da zum Bahnhof, das fährt meinen ganzen Schnitt. Aber was ich sagen wollte, ich habe gerade gesehen, ich habe 24,3 Durchschnitts-kmh für 90,2 Kilometer. Ups. Und ja, also gestern 29er Schnitt, heute 24. Als ich das letzte Mal nach Oberösterreich gefahren bin, hatte ich einen 23er Schnitt. Also, ich habe mich schon um 1 km/h verbessert. Okay, das war's jetzt. Ich brauche jetzt was zum Essen, ein bisschen Wasser, ein bisschen Erholung. Ich habe jetzt, glaube ich, noch gut 2 Stunden Zeit bis zum Zug. Vielleicht können wir uns ja auch noch die Stadt anschauen und ein Eis essen oder so. Okay, ist ganz nett hier. Okay, aber hier Gjör. Wow. Gefunden. Ob es hier Eis gibt, schauen wir mal. Waiting you with delicious refreshments and is also happy to serve you at your seat. Wish you a pleasant journey with Mavstart.